herzlich willkommen, Pa. Es ist euch ein Humans Only Skate Step und Making. Gut, wir starten ein neues Spiel. Ich hab das Spiel etwas weiter gespielt. Gut, hier seht ihr meine Accounts. Übrigens, ich starte einen Weltrekord, einen privaten Weltrekord, den werde ich euch in die nächste Folge zeigen. Menschen der Planet, Achtung! Und von der Aufzeichnung, modernisiert wurde, sind Inhalte der historischen Daten zur ursprünglich vorhandenen Version nahezu. Egal, ob man so schnell liest. Meine Freunde, habt ihr jemals zum Nachthimmel aufgeschaut und euch gefragt, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte? Welch wundersame Wesen wohl dort existieren könnten, die in freundschaftlicher Erwartung den historischen Moment herbeisehnen, in dem die Menschheit ihre ersten vorsichtigen Schritte ins Weltall wagt? Welche Legenden würde man sich wohl von dem glorreichen Tag erzählen, an dem wir mit unseren Brüdern jenseits der Sterne in Kontakt traten? Ja, Gione wegsaugen. Die Version der Gionsauger. Systeme bereit, General. 4. Komm schon, Baby, zeig uns, was du drauf hast. 3. Was zur Hölle? 2. Was zum Henker ist denn das? 1. Nein, stopp! Stopp den Countdown! Erledigt. Wie kann eigentlich die Verrone in Raumschiff überlebt haben? Bumm. Ich liebe es, euer Lumens. Übrigens, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr Lust habt. Und habt Spaß in diesem Video. Und einen schönen Tag noch. Inkompetenter Narr, ich hätte dich nie losschicken sollen. Was geht ab, Pox? Du wirkst etwas, wie sagt man, etwas verstopft. Sagen wir mal, hoffentlich bist du keine Sackgasse der Evolution wie dein Vorgänger. Was? Ich kann dir nicht folgen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Nicht viele von uns wissen das. Aber die DNS-Muster in unseren Klonbänken degenerieren immer weiter mit jedem neuen Klon. Das ist schlecht, oder? Nur wenn wir durch das Klonen unsere Unsterblichkeit bewahren wollen. Natürlich ist das schlecht! Ich habe Crypto 136 zu einem Planeten geschickt, den wir vor vielen Äonen besucht haben. Einen Planeten voll mit purer Furonen-DNS. Der Kontakt ist abgebrochen. Verstehe ich das richtig? Du hast mich, ihn, Crypto 136, auf einen feindlichen Planeten geschickt und er ist verschwunden? Vielleicht gefangen? Wird vielleicht gerade in diesem Augenblick gefoltert? Ich würde keine voreiligen Schlüsse... Ja klar, das würdest du niemals. Hör mir mal kurz zu, Pox. Du bist echt ein Intelligenzbolzen, aber manchmal soll man nachdenken und manchmal besser einfach handeln und so ist es auch jetzt. Und was? Zweiteres. Vielleicht hast du ja recht, 137. Klar habe ich recht. Was glaubst du denn? Ein Kryptosporidium, der von Affen gefangen gehalten wird? Wir müssen dahin. Wir müssen ein paar Hirne verhackstückeln. Wir müssen mich retten. Ihn. Er muss mich retten. Ich meine, wir müssen. Ich muss. Verdammt, Mann. Wann kann ich was in die Luft jagen? Geduld, Krypto, Geduld. Ich habe verstanden. Bereite das Mutterschiff vor. Genau das wollte ich hören. Also, wie heißt dieser lausige Planet? Unser Ziel, meinst du? Der Planet Erde. Will ich noch vielleicht zu uns kommen? Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach, Gehirne wegzunuckeln von anderen Köpfen. Na gut,
immer Gecken spiele. Was halt dran nur falsch. Ich habe einen perfekten Titel dazu. Ihr könnt ihn sagen. Bauer ohne Kopf. Ja, Bauer ohne Kopf. Das ist der perfekte Satz, den ich gerade anfange. Bye. Ich weiß auch, wie lange jetzt hier Folge jetzt schon losgeht. Ich kann mal gucken. Übrigens, ich kann nie sagen, wann eigentlich die Folge aufhört. Ich kann einfach nur ganz Zeit auf die Uhr gucken. Irgendwie, das will ich auch, das war ich auch nie. Werde ich auch nie. Darum. Ein Problem. Mann, ich liebe das Royal Lumet. Ich will jetzt schon ein paar Gehirne backstückeln. Und mit der Alarson, die ist einfach komplett unbesiegbar, wenn man die komplett abgeholt hat. Ist man einfach komplett unbesiegbar und kann so viele Gehirne wie möglich fahren. Übrigens, wo wir hier von Gehirne sprechen. Mein Weltrekord ist etwa, wenn man so viele Gehirne wie möglich sammelt. Übrigens, mit der Analsonne kann man Tiere ins Gehirn wegnehmen. Zum Beispiel Kühe und Hühner. Kann man etwa Jahren das Gehirn wegmachen. Weißt du, ich denke, oh Menschen wegsaugen das Gehirn und sowas für langweilig. Macht es doch bei Kühen. Gut, man kann die nur mit der Analsonne, Hühner und Kühe kann man nur mit der Analsonne das Gehirn wegsaugen. Autopox an Kryptosporidium 137. Bitte komm, Kryptosporidium. Krypto hier. Wie ist die Aussicht? So sicher an Bord des Mutterschiffs. Sehr witzig. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich hier oben bin. Und du dort unten. Widerlicher kleiner Planet. Also, Krypto, um den reibungslosen Ablauf der Invasion sicherzustellen, ist es unumgänglich, die dominante Lebensform dieser Welt auszumachen. Diese eutertragenden Wiederkäuer wirken dominant. Du meinst doch bestimmt nicht diese übel riechenden Gasbeutel hinter dem Zaun? Doch, ich fürchte schon. Aber die bestehen doch nur aus Nippeln. Sofort, Kryptosporidium! So lustig. Ich liebe das Spiel. Oh, und Krypto, überprüfe besser, ob dein Anzug auch in der irdischen Atmosphäre einsatzfähig ist. Los, beweg dein Hintern! Ich kenne das Spiel eigentlich schon. Ich habe zweimal durchgespielt, übrigens. Und auf einen den Account, den ich das Spiel durchgespielt habe, mache ich es an. Tut mir leid, wenn ich das Spiel ungerne gerade ignoriere. Ich will einfach nur gerade hier ein paar Drohnen sammeln. Die werden später wichtig, weil, wie ihr seht, habe ich null von diesen Dingern. Voronische Drohne. Sehr wichtig, gibt es 100 S-Punkte. Alter mein Gott, macht das Damage. Ich mag mich noch nicht ohne mich ganz genau. So, dachte ich mir schon, ich wäre tot. Das wäre mit mir Ende. Ich liebe einfach das Spiel. Wir können mit dem Cortex-Scan in die Köpfe niederer Lebensform blicken. Reiß ihre Gedanken aus ihrem armseligen kleinen Gehirn heraus. Primitiv. Doch voll so tiefe Einsichten. Scanne noch eine. Ich hasse es, dass man die Analsonne so wieder nur Mu. Ich habe den Verdacht, diese Flüssigkeit verlierenden Wiederkäuer wollen uns hinter das Licht führen. Die essen mit dem Mund? Ich glaube, mir wird gleich furchtbar übel.
Achtung, Achtung, Erdlinge. Dieser Planet ist ab sofort Teil des Furonischen Imperiums. Eure gnädigen Herrscher grüßen euch. Wir würden dich gern zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen entführen. Diese Prozedur wird langwierig und sehr unangenehm. Irgendwelche Einwände? Erdling, ich spreche mit dir. Antworte, oder du wirst vaporisiert. Mich interessiert nicht, wie viele Mägen du hast. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich glaube, die Folge wird bald gleich rum. Wir Furonen besitzen die unglaubliche Macht der Psychokinese, Crypto. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und hebe sie in die Luft. Mach diese streitsüchtigen Wiederkäuer mit deiner Pika fertig. Ramm sie ungespitzt in den Boden. Nur einmal die Taste drücken für die Hypnose, dann könnt ihr einfach so wie ich das machen. Ja, einfach nur einmal anklicken. Alter, ich würfe euch genau hier gegen den Baumeister. Verflucht seien diese Kreaturen. Schade, dass der zweite Teil, also jetzt nur die Demo, glaube ich mal, nur besonders. Gute Arbeit, Crypto! So groß YouTuber, keine Ahnung, die zweiten Teil einfach Martha, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute Abend grillen. War besser. Moment mal, das ist kein Steak, das ist, du heiliger Strohsack. Martha, gib mir die Flinte! Ich bin doch kein Steak. Bin ich braun? Das sieht nach einem Fall für den Zap-O-Matic aus. Grill den Farmer! Aber ich will doch nur extrahiere den Hirnstamm aus dem, was in diesem Betriebslandwirt noch übrig ist. Du kannst den Hirnstamm aufnehmen und so Furonen-DNS sammeln. Ja, Furonen-DNS ist auch genau mein Weltrekord in Mohammed. Harold, komm her, das musst du dir ansehen. Da ist ein sprechendes Pferd im Fernsehen. Sowas hab ich wirklich noch nie. Ich bin nicht grün. Übrigens, wir werden in diesem Spiel auch viele Bugs. Sei gnadenlos, lass keinen am Leben. Ja. Versuch's doch, das Kopf. Mein Kopf, mein Kopf. Aber schade, dass. Eigentlich sollte ich. Oh Gott, gütiger! Mein Kopf! Zwei. Ich liebe einfach so eine Ruhe. Mama! Mein Gehirn schaut raus! Hervorragende Arbeit, Crypto! Aber es ist ja. Einfach nur für Menschen halt. Du willst dich mit mir anlegen? Mein Kopf! Weißt du, wie sie mich im Krieg gedacht hat? Ich esse nur Gehirne. Wir sehen den. Ich drücke die ganze Zeit die Taste, das Gehirn von denen wegzusaugen, aber es geht nicht. Kühe? Nein. Genau nicht. Es geht nur mit Menschen. Aber wenn du die Analsonde hast, dann beide. Mama! Mein Gehirn schaut raus! Wenn irgendwelche verschiedenen Sachen noch sehen und in der Zukunft. Schauen wir mal. Oh Gott, gütiger! Mein Kopf! Gute Arbeit, Crypto! Guten Abend, Miss Turnipseed. Bauer Dixon von der anderen Seite der Straße hat uns angerufen. Er hat gesagt, er hat ziemlich seltsame Geräusche aus dieser Richtung hier gehört. Kleine grüne Männchen! Was ist das? Ein neues Silo? Mit einer Strahlkanone! Crypto! Dieser menschliche Gesetzeshüter versucht offenbar, sich ohne Befugnis Zutritt zu deinem Raumschiff zu verschaffen. Wenn diesen Erbsenhirn dein Quantendekonstruktor in die Hände fiele, könnten sie ein Loch in das Raumzeitkontinuum reißen. Also ein Loch durch die Zeit. Um Furons Willen, vaporisiere sie, Crypto!